Herzlich willkommen Leute zum Survival von der Map Town. So, diesmal Town war ja auch ein Bestandteil vom Transit Mode, aber diesmal wie gesagt halt nur auf Town, ist ein bisschen übersichtlicher und ich möchte euch mal ein bisschen zeigen, wie man da relativ gut überleben kann. Ich weiß, ich bin jetzt nicht der Pro darin, aber ich denke auch nicht schlecht. Deswegen kann ich da bestimmt was für die Anfänger ein bisschen zeigen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch was in die Kommentare schreiben, was ich besser machen kann. Würde mich freuen. So, dann fangen wir mal an hier. So, am Anfang mache ich das immer so, um möglichst viele Punkte zu bekommen. Schieße ich die Zombies erstmal an und dann messere ich sie. Das gibt die meisten Punkte. Oh, das Feuer, das ist ein bisschen nervig immer. 3 Schüsse, dass sie nicht an meiner Kugel verrecken, weil es gibt viel weniger Punkte. Kopfschüsse geben auch noch mal mehr Punkte, als wenn ihr ihn erledigt und der Schuss irgendwo anders hingeht. Ja, und wenn sie brennen und sie sterben, dann explodieren sie. Das ist ziemlich nervig. Wow. Ich könnte jetzt mal gucken, wo die Box ist. Denn so jetzt hier in Black Ops 2 generell gibt es jetzt nicht so viele Waffen, die man hier einfach kaufen kann, an den Wänden sind, nicht so wie früher. Ich war jetzt ziemlich ja, auf die Box angewiesen. Und die könnt ihr erkennen. Ich glaube, das war sogar schon vorher so. Die leuchtet dann immer so. Also das gibt so ein Licht nach oben, genau, da hinten ist sie. Es gibt auch gar nicht so viele Punkte. Gerade hier, Town ist ja nicht so riesig. Okay, die anderen sind nicht viel größer. So, und, oh, den habe ich jetzt leider so umgebracht, aber was soll's. So, dann fangen wir mal an. Ich hoffe, ich ziehe keinen Müll. Ich habe letzt, keine Ahnung, wann es war. Oh, die hatte ich noch gar nicht. Die ist geil. Die ist auf jeden Fall Hammer. Also, es fängt ja schon mal gut an. Und letzt hatte ich ganz knapp an der Raygun vorbei. Ich weiß nicht, welche es genau war, aber es war auf jeden Fall der Sniper. Das war ziemlich doof und direkt danach noch eine, also die beiden Snipers und dann noch den Granatwerfer. Damit kommt man überhaupt nicht weit. Und dann bin ich dann auch oft bzw. früh verreckt. Hat auch ein bisschen was mit Glück hier manchmal zu tun. Was? Kommen die denn jetzt alle noch her hier? So, nachdem man vielleicht eine gescheite Waffe hat, es muss jetzt nicht an der Box sein, kann auch hier oben die MP5 oder irgend sowas sein. Die sind nämlich hier. Sollte man sich danach mal Juggernaut, Juggernock, ich weiß jetzt nicht, sollte man sich das anschaffen. Ja, ich glaube, es heißt Juggernaut. Oder Deutsch Juggernaut, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. So, ja, Juggernaut ist halt dafür gut, ihr haltet einfach mehr Schläge aus. Und das ist sehr wichtig hier im Survival-Modus, gerade wenn man alleine spielt. Da, wo ich gerade dran denke, man braucht auch noch hier dieses Revive, zeige ich dann auch nochmal. Ist nicht schlecht, gerade wenn man alleine spielt, man hat ja keinen, der einen wiederbelebt, deswegen ist das echt hilfreich oder ist ein Muss, wenn man hier alleine spielt. Aber erstmal will ich hier meinen Jugger. Ist aber ziemlich teuer, aber bringt halt auch viel. So, hier kostet 2500, ist hier oben drin und da wir nur auf Town spielen, ist hier schon alles eingeschaltet. Man muss nirgendwo mehr den Strom erst anschalten. So, noch sind die Zombies gar kein Problem, aber später haben die so viel Leben. So, und hier drüben ist die Speed Cola. Damit kann man schneller nachladen. Ist auch sehr hilfreich, würde ich jedem empfehlen. So, was ist hier denn? M14, ja. Die kaufe ich mir bestimmt nicht. Wo kommen sie denn alle da? Hier, schickt mir mal ein bisschen mehr. Ist langweilig. Oh, Double Points kann man immer gebrauchen. Ich kann jetzt praktisch auch wieder in die Box gehen, aber mit
Mit dem Ding komme ich eigentlich gut klar noch. Jetzt in den Runden sowieso. Eine andere Waffe brauche ich auch nicht. So, hier gibt es hier noch welche. Meine doppelte Punktzahl ist gleich weg. Stirb. Ach, dann nicht. Sehr dramatisch. So, hier oben ist, glaube ich, das Revive-Perk. Oder? Ja, ja. Genau, da oben. Da könnte ich jetzt eigentlich auch hin, aber ich denke, ich werde jetzt erstmal hier Juggernaut kaufen. Bin ich ziemlich nah dran. Nur noch ein Zombie. Wow. So, jetzt hier kann ich mir direkt kaufen. Damit ist eigentlich schon ziemlich sicher, dass ich nicht vor Runde 10 verrecken werde. Ja. Sollte so sein. Muss aber nicht. Insta-Kill. So, damit können wir pro Schlag oder pro Schuss einen Zombie töten. Sehr hilfreich in den hohen Runden und hier gleich mal Max Ammo. Jetzt habe ich auch wieder meine Munition voll. So, und jetzt alle schlitzen, weil das gibt ja mehr Punkte. Oh. Und deswegen schlitze ich immer alle und ist ja eh egal, bei Insta-Kill kann ich mich ruhig hier mit den Zombies prügeln. Wo bist du denn? Da. So, jetzt hier habe ich ja wieder meine Pistolenmunition voll, die benutze ich jetzt. Also ich benutze ja meine Pistole ziemlich lang, also ich kaufe mir immer nur eine Waffe, weil ich zwei am Anfang überhaupt nicht brauche. Und wenn dann mal wieder Max Ammo kommt, dann benutze ich die Pistole einfach, um Punkte zu machen dann. Weil die Zombies halten sehr viel aus und dann kann man sich nochmal ein paar Punkte noch so dazu holen. So, und jetzt wäre es vielleicht nicht schlecht, auf das Revive-Perk da zu sparen. Was ist denn hier? Der Schlagring, der ist ziemlich teuer. Werde ich mir vielleicht dann mal holen, weil ich dann sowieso genug Kohle habe. Ah, weg mit dir. So. Jetzt werde ich wiederbelebt, wenn ich sterbe. So, mal nachladen. Ja, und hier bei den Barrikaden kann man sich jetzt auch nochmal immer ein paar Punkte holen. So, hier die Bombe. Die lasse ich noch. So, ich habe ja keine Probleme mit den Zombies eigentlich. Deswegen kann ich hier... Oh, Double Points, das werde ich jetzt nochmal ausnutzen und dann die Bombe dann erst verwenden. Dann kriege ich nochmal ein paar extra Punkte. Oh, hier mit dem Hammer geht alles zu und jetzt benutze ich mal die Bombe. Jetzt müsste ich eigentlich noch mehr Punkte, genau. 800 Punkte für die Bombe und jetzt habe ich schon wieder richtig fett, ja, Kohle. Ich könnte sogar auf den Schlagring sparen, aber eigentlich ist das eher unnötig. So, ich gehe mal zur Box. Könnte auch schneller nachladen gleich kaufen. Klar, mache ich. So, jetzt kann ich schneller nachladen. Sieht manchmal ziemlich lustig aus. So. Hinwerfen. Oh, nein. Schon wieder. Was mache ich? So, jetzt hier wieder ein paar Punkte holen. Man sieht, es gibt relativ viel Punkte. Nur aufpassen, dass man keinen Mist macht. Ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich dann gestorben bin, weil dann zu viele Zombies kamen. Oh, Max Ammo. Sehr nice. Sehr nice. Oh, yeah. So, jetzt mal gucken, dass ich gerade noch hier das Magazin verballer und auch drankomme. Schon oft genug passiert, dass ich da nicht mehr dran gekommen bin. So, ich kann jetzt noch mal ein bisschen was verschießen. Jetzt sollte ich mal zusehen, dass ich nachlade und reinhüpfe. Genau. Perfekt. Und schon wieder 2700. Kann mich nicht beschweren. Ich dachte mir, dass ich bei der Aufnahme wieder irgendeinen Scheiß ziehe bei den Waffen. Und dann total verkacke. Aber ich weiß ja gar nicht, was jetzt als nächstes kommt. Ich kann ja jetzt nur Pech haben, aber Railgun wäre natürlich nice. So, Insta-Kill. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber habe jetzt gar nicht drauf geachtet.
anscheinend schon zu spät für unser Insta-Kill. So. So, das nächste Perk ist auch gleichzeitig mein letztes Perk, denke ich. Ich glaube, man kann nur 4 aufnehmen. Deswegen muss ich mal gucken, was ich mir da nehme. Und das mit dem Feuer ist manchmal echt fies. Da stirbt man, weil die vor allem explodieren und nicht, weil sie einen erwischen. Macht es doch nochmal schwieriger mit dem Feuer. So, vielleicht mal nachladen. Ohne schneller nachladen wird es manchmal ziemlich eng werden. So, die Bombe, die hebe ich mir gerade nochmal ein bisschen auf. Wer ist das? Oh, jetzt war die Bombe relativ egal. Was soll's? Okay, hiermit mit dem Double Tap kann man schneller schießen. Ist ganz lustig. Hole ich mir vielleicht auch. Ich bin mir noch nicht sicher. Es gibt auch noch sowas, da kann man schneller rennen, ist man so auf Speed. Das ist auch nicht schlecht. Wenn man alleine spielt, aber ich denke, ich werde mich für schneller schießen entscheiden. Da ich alleine einfach schnell viel Schaden machen muss. So. Oder ich mache nur Trains, so Rape Trains. Aber dann muss ich mich halt verlassen können, dass keiner mich irgendwo einsperrt. Weil wenn die mich mal umkreisen, dann habe ich verkackt. Wenn ich dann zu wenig Schaden mache. Oh, meine Munition. Oh, fuck, Alter. Vielleicht doch jetzt mal eine neue Waffe holen. Eine Galle. So muss das sein. Ach, Junge. So, bevor ich hier irgendwie wieder Scheiße mache, hole ich sie gleich mal. So, weg mit dir. Aber so eine Railgun wäre schon besser. Aber naja, besser als die Sniper. Und ich denke mal, ich kann eigentlich jetzt nicht viel mit meinem Geld anfangen, deswegen hole ich mir mal hier den Schlagring. Ich muss jetzt aufpassen, was ich jetzt mache. Aua. So, der ersetzt mein Messer, wie ich sehe. Oh, mit einem Schlag. Okay, sollte er auch bei so viel Geld. War nicht gerade billig, das Teil. So, und damit werde ich jetzt erstmal hier alle totkloppen. Oh, und die Zombies explodieren nicht. Das ist ja geil. Oh, 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 fuck. Ich werde eingesperrt. Nein, Junge. Wow, shit. Was? Nein! Ey, das glaube ich jetzt nicht, oder? Nicht euer Ernst, ihr dreckigen Säcke. Oh, Mann. Jetzt habe ich natürlich ganz viel Geld verloren. Ich kann froh sein, wenn ich das jetzt überlebe. Alter, Alter. Wie krank. Jetzt muss ich gucken, dass ich ganz schnell wieder an Juggernaut komme. Falls ich es überlebe, ja? Oh Mann, ist das schwer. Da merkt man richtig, für was man die Perks braucht. Jetzt erstmal hier Juggernaut. Passt sogar. Ich kann mir dann auch wieder das schneller Nachladen holen. Und meinen Schlagring habe ich noch. Zum Glück. Das wäre jetzt wirklich blöd gewesen. Oh, mir fehlt noch ein bisschen. Aber nicht viel. Ein Schuss in den Sack hier. Oh, da ist ja noch einer. Und dann erlöse ich den gerade, ne? Oh, er fängt an zu rennen. Bin ich ja fast wieder dabei. Aber trotzdem, die Waffe hat trotzdem nichts mehr. Muss ich mir was einfallen lassen. Dass es nicht meine letzte Runde wird. So, du kriegst aufs Maul. Ich lande auch immer im Feuer. Ich verschwinde ja gar nicht.